Hey ho und willkommen Leute, guten Morgen! Gerade habe ich ein Paket bekommen, habe gedacht, ich öffne das mal mit euch. Ist nämlich total cool, was da drin ist. Es geht um Lebensmittel. Ich habe mir jetzt von HelloFresh, heißt die Firma, und nein, ich bekomme dafür kein Geld, ein Paket zuschicken lassen für eine Woche. Da sind Rezepte und die passende Menge Lebensmittel drin. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich mir ein bisschen Zeit sparen, dann muss ich immer in den Supermarkt fahren, muss ich immer nach Rezepten suchen und bekomme einfach auch mal was anderes zu essen, ne? Weil irgendwann gehen allein auch die Ideen aus. So, jetzt habe ich mir eben mal so eine Box bestellt, will die mit euch mal aufmachen. Hier ist das ganze Ding, so sieht es aus. HelloFresh. Wie gesagt, soll keine Werbung sein, ich bekomme dafür kein Geld. Ich war einfach mal gespannt, wie sowas ist, wenn man das bestellt und wollte es mit euch teilen. Also, seid gespannt. Ich werde das Paket jetzt hier mal mit euch öffnen, mal gucken, was drin ist. So, zack. Machen wir es mal auf. So, so bleibt die Umwelt. Ah ja, okay, bla bla bla. Hier ist eine Anleitung, wie ich die Kühlakkus und so weiter wieder zurückgeben kann. Vögel können das Isoliermaterial als Nistmaterial benutzen. Okay, cool. Das ist schon mal ein bisschen weiter gedacht. Viel Spaß beim Kochen. Jo, danke, werde ich haben. Okay, und hier liegt jetzt alles drin, was man eben zum Kochen für eine Woche für zwei Personen braucht. Hier Fresh-Müsli, was sind das? Ah, das werden die Rezepte sein. Da noch ein bisschen Papierkram, Vorteilsangebote, oh, haben wir immer gerne. Und so sieht das Ganze dann aus. Okay. Und ich finde es sehr geil, weil alles eben genau abgemessen ist. Heißt, ich habe am Schluss nicht irgendwelche Zutaten über oder habe irgendwas zu wenig oder so. So, hier, HelloFresh, gekühlte Ware. Okay, schnell den Kühlschrank packen, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Hier habe ich gerade dieses Kühlpäckchen aufgemacht. Da ist Joghurt, alles mögliche drin und das sind auch die Kühlakkus und krass, guckt euch das mal an, die sind noch komplett gefroren, die sind noch komplett hart, das heißt, da drin ist wirklich alles richtig kühl und frisch, super. Weil heute hat es auch ein paar Grad draußen, also wir haben so 26, 27 Grad, von dem her, jo, sehr geil, das hätte man noch ein paar Stunden stehen lassen können, ohne dass im Essen irgendwas passiert. Was ich halt auch sehr geil finde, ist, dass überall drauf steht, hier zum Beispiel, nehme ich mit zum Picknick, recycle mich, es steht überall drauf, wie man es wieder recyceln kann oder wie man es nochmal verwenden kann, für sich privat auch, also richtig gut, gefällt mir extrem. Was ich auch sehr geil finde, sind diese unterschiedlichen Farben an den Tütchen. Die passen zu den jeweiligen Rezeptkarten und so kann man den Inhalt nicht verwechseln. Ist also völlig idiotensicher und super für mich. So, in diesem Büchchen sind jetzt die Rezepte drin. Ich schlage das mal auf und hier kommt schon das zum Vorschein, was ich mir ausgewählt habe. Ihr habt zum Beispiel ein knuspriges Kräuterschnitzel wollen. Man hat für 5 Tage natürlich 5 verschiedene Menüs. Die kann man aus 8 Variationen auswählen und die wechseln auch jedes Mal ab. Und das nennt zum Beispiel Spinat-Orangensalat. Ich hatte sowas noch nie in meinem Leben, habe ich noch nie gegessen, wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass es überhaupt sowas gibt. Aber wie ihr seht, es gibt's und jetzt komme ich auch mal in den Genuss. Auch Burrito Bowl, geil, klassischer Flammkuchen, glasierte Putenbrust, oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr, glasierte Putenbrust und knuspriges Kräuterschnitzel. Insgesamt aufgerundet mit Versand und allem drum dran liege ich jetzt bei ungefähr 60 Euro. Wie gesagt, aufgerundet, es ist ein bisschen weniger, aber so ungefähr. Was dann bedeutet, dass ich quasi jede Woche automatisch 5 Mahlzeiten, verschiedene Mahlzeiten für die Menge für 2 Personen zugeschickt bekomme für 60 Euro. Das sind natürlich 240 Euro im Monat. Das ist schon eine Menge Geld, wenn man so überlegt. Andererseits ist es nicht viel teurer, wie wenn ich alle 2-3 Tage in den Supermarkt fahre. Der ist hier übrigens 6 Kilometer weg, ein Weg, heißt 12 Kilometer zu fahren. Da muss ich mir überlegen, was ich denn überhaupt essen will. Dann muss ich vielleicht noch Rezepte suchen und so weiter. Also im Grunde, wenn man es hochrechnet, so viel teurer ist es hier gar nicht, wenn man sich einfach eine Box bestellt mit fertigen Rezepten, fertigem Essen und Gutes. Wenn das hier cool ist, werde ich mir zum Beispiel nächste Woche wieder eine Sendung kommen lassen. Wenn es mir nicht so gefallen hat, dann werde ich erstmal eine Woche aussetzen und es vielleicht in 2 Wochen nochmal probieren. Also man kann jederzeit online Kalender schauen, sich die Tage auswählen, wann soll es kommen, wann will man, ob man es haben will oder ob man es nicht haben will, kann man alles auswählen, ist gar kein Problem.
So Leute, ich habe Hunger, deshalb geht es jetzt hier mal in die glasierte Putenbrust. Ich bin gespannt. Auf der Rückseite von der Rezeptkarte ist natürlich das genaue Rezept drauf. Und hier kann man die einzelnen Zutaten nochmal sehen. Hier befinden wir uns auf der Rückseite. Da steht dann nochmal in einzelnen Steps genau drauf, was man machen muss. Reis garen, Gemüse schneiden, Ofengemüse da in die Pfanne rein und so weiter. Das hier sind unsere Zutaten plus Fleisch, Putenbrust, zwei Stücke Putenbrust, Zwiebel, Peperoni, Sojasauce, Cashewkerne und so weiter. Plus, habe ich ganz vergessen, noch dem Päckchen Basmati-Reis. Ich bin gespannt. Okay, ich hatte jetzt schon mal den Reis aufgesetzt. Der muss noch 10 Minuten ziehen laut Anleitung. Übergekocht ist es natürlich auch, weil ich Kochprofi bin. Und in der ganzen Zeit habe ich schon mal die Karotten und Zwiebeln geschnitten, mit Öl übergossen und Pfeffer drauf. Der Ofen ist jetzt auch vorgeheizt, zeigt nichts mehr an. Wunderbar, dann kommt das Ganze jetzt da rein. Drauf und rein damit. Als nächsten Schritt muss ich die Glasur vorbereiten. Und dazu wird hier der Ingwer benutzt und die Chili. Das Ganze muss ich klein machen. Ah ja, ich sehe nur eine halbe Chili. Das Ganze muss ich jetzt klein reiben. Zusammenrühren mit der Sojasauce, die kommt hier geflogen, und der Limette. Schritt 4 war die Glasur vorbereiten. Hier habe ich alles miteinander verarbeitet und vermixt. Das muss ich jetzt noch verrühren. Ja, wenn das alles verrührt ist, kommt das über die Putenbrust rüber. Die muss ich davor noch anbraten. Und danach kommt alles zusammen noch mal kurze Zeit in den Ofen. So, die Pfanne ist jetzt warm. Hier kommt gleich das Fleisch rein und wird dann 2 Minuten angebraten. So, die Pfanne ist jetzt heiß, hier kommt jetzt das Fleisch rein. So kam das Ganze jetzt gerade bei mir aus dem Ofen, das sieht schon mal sehr geil aus. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. So sieht es lecker auf dem Teller serviert aus, sieht sogar tatsächlich aus wie auf dem Bild. Ja, hammer Leute, es schmeckt mega gut. Also ich muss echt sagen, die Soße ist der absolute Knaller, also die Glasur, die werde ich mir auf jeden Fall privat so einfach nochmal machen. Die Rezepte sind ja dafür da und wow, ich bin echt erstaunt. Das schmeckt einfach mega geil. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, sowas mal einfach so zu machen. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen.